Ja, ich habe jetzt keine Fee und nichts gebraucht, ne? Nee. Oder es ist schon zwei Schlüssel. Nimmt man aus jedem Ding einen Schlüssel mit? Möglich. So. Die ist kaputt, die ist kaputt. Ja, da unten wäre der nächste. Sieht aus nach Wasser. Ist ja irgendwas Spannendes. Keine Ahnung. Da da oben die ganzen Türen sind. Achso, da kommst du hoch. Was ist das? Einstein. Einstein. Dann bewegen wir die nochmal, oder? Weißt du, was ist hinter? Möglich? Eine Tür? Man weiß es nicht. Kaputt. So nämlich. Da wärst du nie drauf gekommen. Nie, niemals. Machen wir trotzdem erst blau. Wie du willst. Ja, kriege ich hier noch irgendwie was Cooles? Ich weiß es nicht auswendig. Da kriegst du Wasser. Nee, Feuer. Da brauche ich eine leere Flasche für, ne? Hm, ja, du hast doch zwei. Ja, stimmt. Okay. Ich weiß noch nicht, ob du da durch das Wasser dran kommst. Oh. Irgendwas ist gerade auf dich gefallen und da ist eine Hand. Nee, die packt dich doch. Ah ja. Oh, jetzt bist du noch angepustet. Oh, das läuft. Wie gemein. Mein Gott. Du könntest ja mal weggehen. Ja. So, wo ist der komische hingerutscht? Die muss ich ja bestimmt kaputt machen. Ja, versuch's mal. Schwertwirbel. Wie nah darf ich denn ran? Nicht zu nah. Da. Oh, nein. Hol dir was. Soll ich dann noch die andere machen? Was für eine andere? Die andere Flasche. Ja. Dann habe ich sofort ein bisschen mehr. Ja. So. Die Hand jetzt ist wieder da? Die ist gar nicht weggegangen. Also. Ja, da hinten ist die Tür. Da ist eine Kiste. Und da ist eine Tür. Da brauchen wir nochmal Schlüssel. Oh Gott! Special Effect in Zeitlupe. So musst du das verkaufen. Special Effect in Zeitlupe. So, und die Kiste machen wir so auf, ne? Ist auch in Zeitlupe. In dem Special Effect. Yeah. Und ein Schlüssel? Oder Geld. Okay. Dann gehen wir hier mal rein. Ob du Feuer mitnehmen solltest? Ja. Wenn es hier kein Neues gibt, dann ja. Die Uhr schon fast abgelaufen, wenn es losgeht. So. So, damit ich die aber nicht aus Versehen auslöse,
So, da muss ich ja runter. Ja. Und dann musst du ein paar Rubine sammeln. Was ist das? Ach, das ist eine Fledermaus auf dem Stein. Da ist noch eine. Unsichtbar. Da ist auch einer drin. Andersrum. Nee, warum auch? Das ist die Unsichtbare. Da ist er. Nee, das andere. Schießt einfach mit Pfeilen, wenn du das anvisiert hast. Ist ja schlimm hier. Dann trifft man noch Unsichtbare. Da. Und du kriegst einen Fight. Da hinten fällt ein Herz. Kannst du, glaube ich, auch hoch, oder? Wenn du dagegen drückst. So, von da aus kriegst du den. Den hier. Wo? Muss in die Grube gehen. So, den da hinten kannst du mit überlaufen. Ist das ein Loch, wo man durchfällt, oder? Ich finde, da sieht es jetzt nicht so aus. Also rechts. Dann geht er mal näher hin. Mal runter gucken. Da ist eigentlich Boden, oder? Mhm. Dann kannst du erst riskieren, da reinzupfen. So, da hinten zu dem kannst du einfach hingehen. Da kannst du mit Flugstiefeln vielleicht so ein bisschen abkürzen. Die Tür. Was machst du? Was hast du vor? Ich wollte ja mal reingucken. Okay. Okay. Dann ziehe ich jetzt besser lieber an. Wieder. Mhm. Der hat ein bisschen kriminell. Ja, der fällt ja so schon runter. Bin ich hier einmal runtergefallen? Na, hier noch nicht. So, und jetzt muss noch irgendwie eine Kiste nach da hinten. Da hoch musst du irgendwie. Die rutschen immer durch. Ich würde kurz vorher immer überlegen. Ach so, das wusste ich nicht, dass sie durchrutschen. Ja, hier ist Eis. Die rutschen durch. Okay, dann ohne überlegen. Warum? Ich habe doch überlegt. Okay, du hast schon überlegt. Nicht? Alles klar. Ja doch, wenn du schon überlegt hast. Oh, schade. Ich habe doch nicht. Du hast doch nicht überlegt. Doch, ich habe überlegt, aber ich habe es hier falsch gesehen. Ich dachte, die Wand wäre ein Stückchen länger als die andere. Dann wäre es ja einfach. Ja. Ja. Aber man muss den erstmal dagegen schieben und dann kann man den nee, da der reinschieben. Nee, der wäre ja auch nicht gegangen. Der wäre ja durchgerutscht. Gut. Raus und wieder rein? Nee, können wir erst gucken? Vielleicht geht's ja. So, wenn du den jetzt einen runterschiebst, Richtung kleiner Stein dann, dem wird er hängen bleiben. Mhm. Wäre der andere vielleicht in das Loch gefallen? Und hätte da. Kannst du den ziehen? Nee, ne? Dann würde links sich ja selbst wegschieben. Ich glaube, ziehen geht hierbei nicht. Nee. Dann nochmal raus. Ich würde den da in das Loch einschieben. Mal gucken, ob der dann vielleicht noch halb versinkt. Dann schieb den mal direkt da rein, damit wir das wissen. Aber ist da jetzt nicht ein Stein drin? Ja. Ich
ganz. Oder vielleicht bleibt er trotzdem hängen. So, irgendwie unten an der kleinen Kante hängen bleibt. Aber du musst da erst hoch. Das kriegst du den nämlich gleich nicht mehr. Rüber. Mhm. Okay, dann genau andersrum. Dann hätte der, den jetzt gerade da drüber geschoben hast, in das Loch fallen müssen. Dann hättest du den anderen runter, rüber, hochschieben können. Aller guten Dinge sind drei. Ja. So. Also da rein. Ups. Hey. Ich geh doch nach vorne. Na, geh doch mal einen Meter von der Kante weg. Wie dann? Den, wo du jetzt vorstehst, nach links, so dass er in das Loch einfällt. Aber von hier aus schieben. Mhm. Und dann in das Loch. So, jetzt kann der andere nämlich runter. Aber nimm den da schon mal mit. Den Rubin. Dann kriegst du nämlich einen nach drüben. Und wieder hoch. Tada! Yay! Möchte ich ja noch kriegen? Mhm. Du kannst, glaube ich, einfach geradeaus durchlaufen. Ist vielleicht sicherer, als umzudrehen in der Luft. Ja, ich dachte ja nur, nicht, dass sie jetzt runterfällt. Da ist das Ganze hoch. Und da ist der letzte. Oh, bist du da noch dran? Ja, klar, ganz eindeutig. So, war gut, dass du zwei mitgenommen hast. Moment. Oder bleibt die Tür? Kommst du da hoch? Hätte man jetzt vielleicht einen gebraucht? Ein was? Ein Stein? Ja, ging ja nicht, wir mussten den Stein ja da hinten hinschieben. Ja, raus und rein geht jetzt aber nicht, ne? Ich weiß nicht, ob die Tür offen, wenn man einmal alle eingesammelt hat, ob die Tür dann aufbleibt. Doch, müsste. Ich glaube, man darf nur... Oder? Ich weiß es nicht. Ja, aber du kommst von hier nicht dran. Der lässt das ja auf den Boden fallen, das Feuer. Ja. Eis, mir bleibt nichts anderes übrig. Eben. Also raus und wieder rein. Und dann hoffen, dass die Tür auf ist. Schieb's einfach den Klotz geradeaus durch. Sieht doch ziemlich gut aus, weil hier ist nirgends ein Rubin. Ist das kalt? Friert der ein, wenn er dagegen kommt? Nö. Dann kannst du ruhig bis gegen laufen. Arsch. Und aufgetaucht.
So. Und da ist es schon. Locker. Schnell einen Rubin eingesteckt. Und eine Pfeile. Das funktioniert so nicht. Och, Mann! Du lässt wahrscheinlich unordentlich los. Mhm. Hm. Genau. Hm. Das war nur ein Kopf. Das Wassersiegel ist gebrochen. Eile dich, Liebster. Das war wieder nur ein Kopf. Mhm. Sehr verstörend. Das Wassersiegel ist gebrochen. Alles klar. Hatte ich das Rote nicht schon? Nee, du hast angefangen mit Wüste. So Sand. Oder? Gelb. Oder was war das dann? Mhm. Gelb-orange, sowas. Nee! Wieso? Nehmen. Ich daneben ist auch vorbei. Geh doch, die Navi fliegt doch gar nicht bis da. Dann kannst du den auch nicht anvisieren. Du kannst den damit nicht töten, ne? Also was hast du vor? Was bringt dir das, wenn er jetzt da so ist? Der ärgert mich nicht. Ja, aber der flattert doch danach wieder weiter. Gut. Mich dahin? Gute Frage. Ist hier irgendwas zum Dranziehen? Nö. Vielleicht links oder rechts? Was direkt vor dir nichts ist, habe ich auch gesehen. Dann mit Flugstiefeln. Vielleicht auf die feste Plattform da links. Funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. Vielleicht den kaputt schießen mit Pfeilen. Also erst mit dem Enterhaken und dann mit dem Pfeil. Meine Fresse. So. Die fahren nicht nah genug. Was ist denn da hinter dem da rechts? Das Auge mal aus. Okay, das ist irgendwas, was die ganze Zeit da ist. Ist das so eine Blume? So eine Donnerblume? Dann schieß mal einen Pfeil drauf. Ein Stück tiefer. Oh. Ja? Ja. Aha. Na klar. Man muss auf die Donnerblume schießen. Die ist doch ganz klar. Reckung. Ah ja. Das ist die Kiste. Pfeil. So, dann jetzt doch mal mit dem Auge. Und dann da drauf laufen. Laufen oder springen? Laufen. So, jetzt Gas.
Ist die Kiste noch da links? Ja, kannst jetzt ja direkt drüber schießen. Und wenn die auf dich zukommt, kannst du schon loslaufen. Jetzt. Da hinten brauchst du aber auch. Wie komme ich da hin? Genauso wie du eben auch zu dir hier drauf gekommen bist. Loslaufen. Okay. Fragst du mir an? Man gibt es ganz an die Kante. Oh, wieder zurück. Und los. So, jetzt schnell da hinten rüber. Da ist wieder Festland. Schuhe anlassen? Hm. Auf jeden Fall. So, dann mach dies mal aus, das Auge, damit wir noch ein bisschen Mana über haben. Mhm. Das muss mit Bomben, ne? Hm. Meint schon. Einfach ein bisschen Ruhe. Du könntest die auch einfach neben den legen. Ja. So. Was ist das? Eine Fackel. Soll ich einen Feuerpfeil draufschießen? Mhm. Ist aber versteckt, ey. Ja. Einfach kann ja jeder. Bringt. War der vorher schon da? Der da, ne? So. Ja, dann mal da drauf. Schuhe oder nicht? Nee, das geht ohne. Und da auch einfach zwischenlaufende Bombe dahin legen. Wenn die dich ein paar Mal treffen, ist egal. Da liegst du schon. Uah! Scheiße! Ja, gut. Da war ein Auge übrigens. Ja.